Ibis, Brioche, Toasties wie in Frankreich. Ja, Brioche, dieses feine Buttergebäck aus Frankreich, als kleines Toasty für zu Hause. Egal ob für Wurst, Marmelade oder vielleicht als Burger, Bun oder vielleicht für ein ähnliches McDonald's-Produkt. Man kann vieles damit machen und wir werden zwei Sachen damit heute ausprobieren. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr es gesehen. Wir testen heute die Ibis Brioche Toasties. Ja, Toasties. Viele lieben ja Toasties. Ich bin gar nicht so der große Toasties-Esser. Das sind ja diese Toastbrötchen. Das sind so kleine aufgeschnittene Hälften, wie man es hier ungefähr schon sehen kann, die man einfach nur noch in den Toaster steckt, oben und unten. Und dann hast du so ein leicht aufgefrischtes, getoastetes Brötchen. Ist so eine Alternative, die aber viele Leute geil finden und gibt es jetzt von der Firma Ibis auch als Brioche-Toasties. Und Brioche ist was, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Ich liebe Brioche oder wie früher immer gerne gesagt wurde, Broisch. Wenn man es auf Deutsch ausspricht, könnte man auch Broisch sagen. Aber ist das Brioche? Ja, ein französisches Hefegebäck mit Butter. Hier steht auch ganz drauf, schmeckt wie in Frankreich, leicht süßer Brioche-Teig. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Man kann das natürlich, wie ich schon erwähnt hatte, für alles Mögliche verwenden. Man könnte es jetzt nutzen einfach nur für Marmelade, für Frischkäse. Ihr könnt Wurst drauf machen, ihr könnt Käse drauf machen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Man könnte auch einfach Rührei und Bacon drauf machen. Ich mache es einfach heute so. Ich mache hier ein Rindfleischpatty mit Käse drauf. Also ich mache hier einen ganz schnellen, simplen Burger. Einfach Soße, Rindfleisch, King, ohne irgendwie Schnickschnack, vielleicht noch Tomaten. Aber jetzt kein Salat oder sonstiges dabei. Also auch schnelles Burger-Bun, vielleicht eine Alternative für ein anderes Burger-Bun zu den bisherigen, die es so am Markt gibt. Und einmal will ich gerne das ausprobieren, ob ich das hinbekomme, wie bei McDonald's, so ein Mac-Egg. Ja, das könnte schwierig werden. Das Bild ist zu sehen. Also wenn man hier so drauf guckt. Die Idee dahinter haben sie auch selber drauf gedruckt. Ne? So ein etwas höheres Rührei mit Käse und Bacon. Ich habe jetzt kein Bacon da. Ich hatte aber Käse hätte ich da. Rührei Spiegelei, aber in einer höheren Form. Das wird schwierig, glaube ich. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Ich habe zwar einen Ring, aber der ist größer. Wir schauen mal. Vielleicht kriege ich das so ein bisschen hin in dieser Richtung. Und wenn, ist auch nicht schlimm. Wir tüfteln da gleich mal. Ja. Was ist hier drin und wie teuer ist es? Erstmal 250 Gramm, 2,19 Euro. Gekauft habe ich es bei Rewe. Und ihr bekommt hier ein Weizenfeingebäck mit Weizenmehl, Eier, Zucker, Rapsöl, Hartweizengrieß, mit Magermilchpulver, Speisesalz, Backhefe, Weizengluten, Konservierungsstoff ist mit drin, Farbstoff ist ein bisschen mit drin, Mehlbehandlungsmittel ist mit drin, Ascorbinsäure ist mit drin. 324 Kalorien, davon sind 12 Gramm Zucker, 9,5 Gramm sind Eiweiß auf 100 Gramm und ihr müsst es einfach im Toaster machen, solange ihr es möchtet, bis es braun genug ist. Eine Sache fällt aber jetzt bei der Zutatenliste direkt auf. Ein Brioche ist ein Buttergebäck, ein Butterhefegebäck. Hier ist gar keine Butter drin. Hier ist nur Rapsöl drin als Fett. Das finde ich ein bisschen schade. Es ist zwar kein Aroma drin, aber dann schmeckt es ja nicht nach Butter und ist nicht butterig. Also ich bin Brioche eigentlich typischerweise gewohnt nur mit Butter. Also dann ist es ein Butter. Okay, ich weiß nicht, ob es vielleicht doch einen Unterschied gibt. Ich kaufe immer Butterbrioche. Da steht auch extra drauf. Vielleicht gibt es ja Brioche ohne Butter. Muss ich gleich nochmal googeln. Das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ich kaufe immer Butterbrioche und bin eigentlich gewohnt, dass da Butter mit bei ist. Wir schauen einfach mal. Ich bastel dann mit euch jetzt mal ein bisschen was. Nehme euch in die Schritte mal ein bisschen mit, was ich hier so brate und tüftele. Und dann schauen wir gleich mal, wie das Gute schmeckt. Ich bin gespannt. Ich zeige euch jetzt natürlich auch einmal das Toast, wie es so ausschaut. Also es ist dieses normale Brötchen, wirklich von zwei Seiten. Und dann macht ihr das einfach auf. Ich habe das gerade schon einmal aufgerissen. Die sind ganz leicht nur befestigt. Und dann könnt ihr die einfach aufreißen. Und hier habt ihr diesen fluffigen Kern. Sieht jetzt nicht aus wie Brioche und fühlt sich auch nicht an wie Brioche, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so zart. Aber vielleicht ist es ja, wenn es aus dem Toaster kommt. Ich schiebe die jetzt da gleich rein, aber in der Zwischenzeit mache ich jetzt erstmal dieses Ei. Und schauen wir jetzt mal, ob das mit dem Ei so gelingt. Ich habe jetzt hier so einen Ring benutzt, der ist ein Tick zu groß. Eigentlich brauche ich einen kleineren, habe jetzt drei Eier reingemacht. Habe hier noch eine Glocke. Normalerweise, also ihr seht das jetzt gleich nicht, muss ich noch ein bisschen Wasser reinmachen. Kommt die Glocke drüber, damit das geschlossen ist und die Hitze sich verteilt. Aber es muss noch ein Müh Wasser mit rein, damit Wasserdampf entsteht. So, ich habe das Wasser jetzt mit unter die Glocke gegeben. Ein bisschen was kommt auch raus, aber ihr seht es auch irgendwie brutzeln, damit jetzt drinnen schöner Wasserdampf entsteht. Und lasst das jetzt mal so auf 6 ein bisschen brutzeln und mal gucken, ob das wirklich durch wird. So, und während das Ei jetzt fast fertig ist, kommen die Brioche-Toasties schon mal in den Toaster. Ich nehme jetzt Stufe 3 und wir schauen einfach mal. Und hier ist es jetzt einmal fertig. Ja, das mit dem Ei hat geklappt einigermaßen in dieser Höhe. Natürlich ein bisschen breiter geworden. Käse noch drauf, so wie es bei dem Fastfood-Restaurant auch gemacht wird. Aber bei mir halt zerlaufener Käse. Und schauen wir jetzt mal, wie das aussehen wird, wenn wir das aufschneiden. Ich habe natürlich noch keine Erfahrung damit. Ich könnte sein, dass das Ei viel zu fest ist. Aber wir wollten es ja ausprobieren.
Ja, und das Ei ist auf jeden Fall ein bisschen zu fest geworden, aber kann man machen mit dem Toasti zusammen. Also ein kleines Mini-Mac-Egg zum Ausprobieren. Käse ist auch mit drauf, der ist ja oben auch schon schön zerlaufen und zieht auch seine, ja, die Konsistenz. Mal gucken, wir probieren es jetzt aus. Und jetzt wird probiert. Und ich bin gespannt, ob das eine Kombination schmeckt. Ich bin ja auch gar kein McEgg oder so wie das McDonalds-Frühstücks-Dinger-Eisser. Also es funktioniert auf jeden Fall in der Pfanne. Man bräuchte, wie gesagt, einen kleineren Ring. Aber mal gucken, wie das jetzt mit diesem Brioche schmeckt. Kann man machen. Schönes sanftes Brot, dazu Ei mit Käse, geht klar. Nur sehr, sehr aufwendig gewesen. Also ich würde es mir zu Hause jetzt so ein Ding nicht regelmäßig machen. Da würde ich mir immer Spiegelei drauflegen. Aber das Brioche schmeckt eigentlich ganz gut dazu. Er hat so eine leichte Süße. Richtig schön luftig locker, ist aber leicht angetoastet. Wir haben das jetzt nochmal so pur probiert. Hat einen schönen leichten Brioche-Geschmack. Es fehlt jetzt, also es ist nicht so, dass die Butter direkt fehlt, hat wirklich so einen schönen Geschmack. Brioche ist gut. Mac-Egg auch. Oder Bob-Egg. Bob-Mac-Egg, keine Ahnung, wie ich es jetzt nenne. Aber kann man machen. Aber sehr, sehr mächtig. Also wenn ich das so zum Frühstück esse, puh, hast aber, bist auch gesättigt direkt. Naja, wir machen jetzt nochmal schnell dieses Burger-Patty mit ein bisschen Käse und schmeißen das dann auch da rein. So, das Burger-Patty, das brät vor sich hin. Da kommt jetzt gleich noch ein bisschen Käse drauf und die Käseglocke drüber. Und der Käse ist drauf. Deckel noch ein bisschen drüber, damit es besser schmilzt. Und gleich ist es auch fertig. Und da die Toasties gerade auf 3 oder auf 2 sehr schnell dunkel geworden sind, ich sie vorher rausgeholt habe, das habe ich euch nämlich gar nicht gesagt, machen wir sie jetzt nur auf Stufe 1. So, und das Patty ist jetzt so gut wie fertig. Wir teilen hier noch ein bisschen Soße, weil das habe ich gerade bei dem Ei-Variante komplett vergessen, Soße zuzumachen. Hat aber trotzdem gepasst. Hier so also ein bisschen Ketchup. Und dann noch ein bisschen Senf. Ich habe so ein schönes Riesenglas. Der schmeckt aber auch sehr geil. Muss man sagen, der ist mit Agavendicksaft und der hat so eine, und Senfschrot. Aber einfach nur ein bisschen was für einen Geschmack dazu. Zack, zack, zack. Und dann das Käsige. Rindfleischpatty drauf und fertig. Schauen wir mal, ob dieses Brioche-Toasty auch für einen Burger-Bun gut ist. Und hier haben wir es jetzt nochmal in dieser Variante. Ich schneide das jetzt auch nochmal für euch frisch durch. Aber ja, kann man dafür auch benutzen auf jeden Fall. Aber ich will ja wissen, ob es in der Kombination schmeckt, weil ich esse gerne Brioche-Burger-Buns. Und ich bin dann immer sehr gespannt, wie diese Varianten schmecken. Ja, Fleisch ist noch schön saftig, das ist ja immer ganz wichtig. Und ja, probieren wir jetzt mal diesen saftigen Brioche-Spontan-Burger. Und testen wir das ein letztes Mal schnell als Burger. Schmeckt es? Ich denke mal schon, aber es ist ja ein bisschen anders, gerade vom Geschmack schon gewesen. Auch nicht schlecht. Es hat wirklich so eine etwas ja, mehr Brötchen-Variante als jetzt diese Brioche-Buns. Die sind ja ein bisschen luftiger insgesamt außen mit dieser leichten krossig, also mit dieser leichten glänzenden Hülle. Hier hast du halt oben und unten knusprig und innen drin natürlich auch, aber hast diese leichte Süße vom Brioche-Bun, was diese Brioche-Burger-Buns meistens nicht haben. Die Süße vom Brioche meine ich nicht, vom Burger-Bun. Das zusammen mit Fleisch kann man machen. Also das habe ich ein bisschen viel abgebissen. Die Ibis Brioche Toasties. Ich finde nicht großartig was Negatives dran. Wie gesagt, die haben diese leichte Butternote, vielleicht ist es auch einfach nur Einbildung.
Ich finde sie aber okay. Ich finde sie lecker. Kann man wirklich auch so für Burger benutzen. Würde ich, glaube ich, wirklich nochmal mir Burger wirklich holen, statt jetzt Burger Buns. Ich mag's. Also ich finde es gut. Toller Geschmack. Schmecken auch einzeln ganz gut. Das jetzt nochmal mit ein bisschen Butter und Marmelade schmeckt 100 pro, auch super lecker. Also leckeres Produkt. Bekommt von mir punktemäßig 4,5 von 5. Ist ein leckeres Produkt. Also ist gut gemacht. Braucht man sich nicht drüber beschweren. Dann sage ich jetzt danke fürs Foodschauen. War ein bisschen aufwendiger, der Test. Also ich habe jetzt hier einige Zeit gesessen, sind fast ein bisschen mehr als 1,5 Stunden vergangen. Das denkt man immer gar nicht. Ne? Ihr seht nur die kurze Zeit, vielleicht ein bisschen länger als sonstige Videos, aber diese ganzen kleinen Einzelparts fressen mir halt auch wirklich Zeit. Aber mache ich ja gerne und genau solche Tests machen dann auch Spaß, statt einfach nur jetzt mal schnell irgendwas zu testen, was du dann nach ein paar Minuten erledigt hast. Das hier ist einfach so, da merkst du, du hast was getan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können jetzt, wie gesagt, noch alle möglichen Varianten mit diesen Toasties ausprobieren, aber ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Schmeckt herzhaft, schmeckt pur. Meine Freundin hat es gerade auch einmal oben kurz schon pur probiert und sagt auch, super lecker. Also kaufe ich mir gerne wieder. Ich hoffe, ihr vielleicht auch. Darum danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.